So, jetzt, Leute, Achtung, jetzt kommt etwas. Er war schon mal da, ich weiß nicht wann, vor 5 Jahren, 6 Jahren, keine Ahnung, man weiß es nicht mehr so ganz genau. Eine One-Man-Band, also einer, ist alles vereinen. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist hier kein schwäbischer Wäscheständer, weil dann kann ich bloß Tangas nachhängen, weißt du? Mir hat er nicht Platz da, bloß Tangas kannst du da nachhängen. Aber in Schwaben gibt's keine Tangas. Schwäbische Frau nimmt keinen Tanga, weil man danach später keinen Putzlumpen draus machen kann. Und das ist auch kein Dings, also kein Wäscheständer, sondern das ist... Was ist denn das? Ja, er wird es gleich selber erklären. Wir werden jetzt gleich sehen, da unten liegt noch was, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, da liegt ein Didgeridoo, das kenne ich zufällig, das ist... Es gibt nur ein Land auf der Welt, in dem ein Didgeridoo wirklich, das ist Transkastanien. Kenne mich voll aus. Ich hatte voll eine 4 in Bio. Didgeridoo ist dabei, ein Ngoni. Ja, richtig. Und wir werden jetzt auch gleich Zeuge von mongolischen Obertongesangstechniken. Wir werden euch jetzt so dermaßen Hai-Chi-Gongen, dass der Rest der Woche euch scheißegal ist. Akustisches Koks. Dargebracht von unserer Startnummer 4. Hier ist Frank Heinkel, Open Roads.
Danke, vielen Dank. Geht's euch allen gut? Sehr schön. Ideal. Kommt jemand aus der Nähe von Reutlingen? Bitte mal Klatschzeichen. Aus der Nähe von Reutlingen. Reitlinger, Schehhände, okay. Reutlingen ist die nächstgrößere Stadt, da wo ich herkomme. Und was ich hier mache, mache ich schon recht lange. Und eines schönen Sommertages habe ich mich mal mit dem Didgeridoo in die Fußgängerzone, genauer gesagt auf den Marktplatz gesetzt in Reutlingen. Vor mir hat der Marktbrunnen geplätschert und ich war eigentlich recht guter Dinge. Und ich habe so gemerkt, wie so in meinem Augenwinkel auf der Seite in sicherer Distanz ein älterer Herr steht. Und er kommt dann näher nach einer Viertelstunde ungefähr und fragt dann, muss denn das so tun? Man könnte das übersetzen eventuell mit, muss das denn so klingen? Mir ist nicht sofort eine Antwort darauf eingefallen und er hat die Pause auch gleich genutzt und hat gefragt, ja, ist das denn so richtig, wie du spielst? Ich habe gesagt, ja, darum geht es mir gar nicht, ich spiele in erster Linie für mich. Und er meint dann, ja, aber es muss doch Wettkämpfe geben, wo man rausfindet, wer es am besten kann. Sagt, ja, das gibt es sicherlich, aber auch das interessiert mich wenig. Und es kann ja auch gar nicht so schlecht sein, weil es stehen ja auch schon so 30, 40 Leute um mich rum. Und er meint dann, ja, manchmal bleibt leider aber auch stande, wenn was richtig scheiße ist. Wenn ihr durch das Open Stage so ein bisschen Inspiration empfindet, mal irgendwas in der Fußgängerzone darzubieten, jonglieren oder Blockflöte spielen, dann würde ich euch gleich empfehlen, das mal in Reutlingen zu machen. Weil wenn ihr das da schafft, dann schafft ihr das überall. Vielen Dank. Das hier ist, wie schon vermutet, kein schwäbischer Wäscheständer. Das Instrument kommt aus Westafrika, aus Burkina Faso, Mali. Es ist sehr, sehr leicht zu spielen, weil es pentatonisch gestimmt ist. Fünf Töne, die gleichen fünf nochmal eine Oktave tiefer. Und schon klingt's gut. Das nächste Lied hat so zwei Teile. Der erste Teil ist so ein bisschen fröhlich, um so sich wieder ein bisschen zu erholen von der Reutlingen-Geschichte. Und es geht dann so ein bisschen nahtlos über in was sehr, sehr Verrücktes, eigentlich mein Highlightstück des Abends. Das verknüpft nämlich Burkina Faso, da wo das Instrument herkommt, mit der Mongolei und irgendwie auch mit dem Roxy. Und die Kombination ist sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Thank you.
Matthias auf der Couch. Abend weiterspielen. Thank you.
Danke. Die Reutlingen-Geschichte war das Erste, warum ihr heute Abend hergekommen seid, das weiß ich. Das Zweite folgt jetzt. Und zwar hat die Schweizer Forschung festgestellt, dass die To-Do-Spieler weniger schnarchen. Das ist kein Witz, vor 10 Jahren kam die Studie raus, die wurde im British Medical Journal veröffentlicht und seither wird die To-Do-Spielen als Schlafapnoe-Therapie-Instrument. Das ist auch was für dich, für den Hanni, Schlafapnoe-Therapie-Instrument wird es gebraucht. Und zwar gibt es 3 Schritte, wenn ihr die erfolgreich macht, dann atmet ihr genauso wie ich. Das heißt, ihr spielt den Ton, obwohl ihr atmet und das trainiert dermaßen die oberen Atemwege, dass ihr weniger schnarcht. Wollt ihr das ausprobieren? Ja. Yeah. Okay, 3 Schritte. Schritt 1, mit möglichst dicken Backen, kann ich mal Licht im Publikum haben, bitte? So. Yes. Okay, Schritt 1, mit möglichst dicken Backen Luft im Mund sammeln. Perfekt, das ist schon Schritt 1. Schritt 2, mit den dicken Backen ein paar Mal tief ein- und ausatmen durch die Nase. Das ist auch gut gegen Schnupfen, Matthias. Okay, das geht noch gut. Schritt 3. Und am besten hilft es jetzt, an alles Mögliche zu denken, nur nicht an das, was ihr gerade eben zu tun glaubt. Nämlich Schritt 3 ist während dem Einatmen die Luft gleichzeitig rauspressen und dabei so ein Geräusch verursachen. Wichtig ist, absolut gleichzeitig hier rein, da raus. Auf 3 gemeinsam. Ja? Zuerst die gebacken. Okay, da ist, wenn man das schön positiv formuliert, da ist Raum für Verbesserung. Wenn ihr das jeden Tag eine halbe Stunde macht, laut der Schweizer Studie, dann schnarcht ihr weniger. Somit könnt ihr auch Didgeridoo spielen oder Saxophon, Trompete, alle Blasinstrumente, wenn ihr den Ton minutenlang halten möchtet, ohne dass er aufhört, dann macht ihr das genau mit der Atemtechnik. Am besten ihr kommt in einen von meinen Kursen, dann ist es noch ein bisschen ausführlicher erklärt. I'm gonna go get some more.
Ein Riesenapplaus! Wahnsinn!